Liebe Pfaffenhofnerinnen, liebe Pfaffenhofner, wir stehen hier vor der Kindertagesstätte am Apfelbaum in Affalterbach. Wir haben hier für den nördlichen Bereich des Stadtgebietes eine Kindertagesstätte mit insgesamt 65 Plätzen geschaffen. Derzeit sind davon 50 Plätze besetzt. Wenn wir einen Ausblick auf die kommenden Jahre machen, dann haben wir 921 mit dem Hopfenstadl, mit der Erweiterung und Erneuerung der Kindertagesstätte St. Michael und Maria Rast neue Kindergartenplätze geschaffen. Es werden insgesamt 125 neue Plätze geschaffen, sodass Pfaffenhofen zukunftsfähig aufgestellt ist. Am 1.9. hat unser Kita-Jahr gestartet. Die Eingewöhnungen laufen sehr gut. Corona-bedingte Maßnahmen, die schon im letzten Kita-Jahr gegolten haben, gelten natürlich auch weiterhin. Die Eltern haben das sehr gut angenommen, sprich beim Betreten und Verlassen der Einrichtung werden die Hände desinfiziert und es muss auch Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Wie gesagt, das waren die Eltern schon gewohnt und das wird sie auch im nächsten Kita-Jahr weiterhin begleiten. Ansonsten befinden wir uns aktuell im Regelbetrieb seit 1.9. im Rahmen vom Drei-Stufen-Plan, welcher vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelhygiene vorgegeben wurde. Der wurde in unser umfangreiches Rahmenhygienekonzept eingearbeitet, um weiterhin den bestmöglichsten Schutz für die Kinder, die Mitarbeiter und auch die externen Besucher gewährleisten zu können. In dem Zug wurden auch Einzelkonzepte neu überarbeitet oder entwickelt, sprich fürs Mittagessen, für externe Besucher, Musikschule, Therapeuten existieren jetzt einzelne Hygienekonzepte, um, wie gesagt, hier möglichst viel Schutz auch bieten zu können und gewährleisten zu können. Sollte sich das Infektionsgeschehen verschlechtern, werden wir vom örtlichen Gesundheitsamt darüber informiert. Dann wechseln wir die Stufe in die Phase 2, in den eingeschränkten Betrieb. Und für den Fall haben wir dann natürlich auch bereits jetzt schon vorgesorgt und hätten ein entsprechendes Konzept auch schon erarbeitet, dass die Leitungen nur noch die Schublade aufmachen und wir dann die Maßnahmen ergreifen können. Sollte dies dann der Fall sein, erhalten natürlich alle betroffenen Eltern wie gewohnt die entsprechenden Elterninformationen, dass sie sich darauf einstellen können, welche Auswirkungen das für ihre Kita und für ihre Kinder haben sollte. Nicht nur in Zeiten von Corona passen wir unser Konzept in den Kindertagesstätten an, sondern wir werden es auch in der frühkindlichen Bildung weiterentwickeln. Das Angebot können Sie auf der Homepage der Stadt Pfaffenhofen entnehmen. Wir werden also für die Zukunft gerüstet sein, was auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt. Ich wünsche allen, die unsere Kindertagesstätten besuchen, und den Eltern viel Spaß und ein gesundes Kindergartenjahr.